Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play Clash of Clans. Ich kann ja auch schon wieder einiges einsammeln. Und heute beschäftige ich mich mal mit dem Thema der Clan-Suche. Denn ich habe jetzt auch schon ein paar Videos, ich glaube im Videos vorher, habe ich auch schon die Auflösung gemacht und habe da schon auch schon wieder gefragt. Da kam jetzt aber irgendwie noch immer keine Rückmeldung. Die einzige Rückmeldung, die jetzt kam, war von dem zu343LP. Und der hat nämlich nochmal wieder seinen Clan hingeschrieben. Ansonsten ist vielleicht nicht so ganz die Interesse gerade da oder halt Sommer, Oster, was weiß ich was für Ferien. Mir auch wurscht, aber ich möchte jetzt in den Clan rein. Also gucken wir mal, ob ich seinen Clan finde. Wenn ich seinen Clan natürlich auch nicht finde, dann suche ich mir einfach einen Clan. Dann nehme ich einfach, Blub halt, oder Einhorn-Clan. Es gibt bestimmt einen Einhorn-Clan. So, der heißt, Dorn. Was war das? Dorn. Dorn Tendu. Findet er nichts. Habe ich den jetzt richtig? Mein Clan. Dom. Naja. Morgens früh, Alter. Morgens früh. Was war das jetzt richtig? Dom Tendu. Jetzt habe ich es ja. Er hat eben ein bisschen verlesen. Naja. Kann auch den schönsten hier von uns passieren. Dom Nendo. Level 6. Wo sehe ich jetzt welches Level, das das Teil hat? Hier gibt es ganz schön viele, muss ich übrigens mal sagen. Aber ich glaube, das war einer von denen hier unten. Offen für alle. 9 von 7 Mitglieder. 44 von der Level 6. Gewonnene Kriege. 6 Mitglieder. Benötigte. Da müsste ja dann auch der Zu ja auch noch drin sein, oder nicht? Alter, was suche ich hier denn jetzt? Keine Ahnung, ob der dabei ist. Wirklich nicht. Das ist ein bisschen doof. Zurück. Gibt es hier noch andere Clans, aber wo soll ich denn wissen, welcher denn offen für alle ist und welcher das denn hier wirklich von denen ist? Das kotzt mich an. Also, ach nee, kann man Filter machen. Kriegsheftigkeit, Kriegsmitglieder minimal, nächster Erfolg. Erfolgreiches Clan-Level. Dann müsste der ja Level 6 sein. So, los. Finde! Na, gibt's ja nur eins, aber der ist voll. Der ist leider voll, der Clan. Da ist auch drin. Dazu 343. Wollen wir ihn mal suchen gehen? Trollen wir ihn jetzt? Sagen sie, hey, das kannst du alles hier noch verbessern. Okay, ja. Schade, dann muss ich mir, glaube ich, wohl einen eigenen Clan irgendwo halt suchen. Bisschen doof, aber naja, wenn ich zu lange warte ich zu lange, kann ich auch nichts drin machen. Suche ich mir einfach Einhorn-Clan. Ich meine, Einhorn-Clan gibt es immer. Und wer mag nicht so ein kleines süßes Einhorn? Wer mag das nicht? Einhorn-Clan, gibt's genügend hier. Ey, der ist voll. Der ist auch voll. Haben wir nicht einen, der nur so halb voll ist? Das wäre natürlich geil, so halt, wo richtig viele Leute drin sind. Okay, ich sehe schon, das kann auch schon wieder länger dauern. Egal. Falls jemand nochmal einen Clan für mich hat, der zuerst reinschreibt, mal zuerst. Keine Ahnung. Irgendwie so, oh. Alle Clansuche, das regt mich manchmal auch schon ein bisschen, glaube ich. Wurschtbrot halt. Ich bin jetzt im Spiel jetzt auch schon ein bisschen dabei. Und ich glaube, ich mache heute hier einfach mal, räume ich hier mal ein bisschen auf mit euch. Ich habe mir jetzt auch noch ein, hier, drei Teile geholt, also drei Typen geholt. Die können jetzt auch noch alle so ein bisschen aufräumen. Denn das Aufräumen ist natürlich auch wichtig halt. Ich habe das halt immer jetzt ein bisschen halt verschlonzt. Aber, naja, hier mal eben kurz ein Steinwerk. Man kriegt ja auch immer mal wieder irgendwelche Sachen dafür, halt. Also halt irgendwelche Edelsteine oder so. Und dann kann man hier auch immer schön fleißig halt weiter mit. Auch bei mir schon wieder drei Juwelen. Edelsteine von Juwelen. Was auch immer. Komm, räum weg. Einen haben wir noch. Yeah. Das hier ist schon recht. Oh, hier unten ist noch. Hier sind noch zwei, die müssen wir wegräumen. Räumen den weg. Hier kannst du auch noch einen wegräumen. Oh, hier ist so eine
Juwelentruhe, das ist ja geil. Eine Juwelentruhe. Ja, so kann man auch seine Videos füllen, indem ich halt einfach die ganze Zeit über einfach hier nur alles wegräume, ohne überhaupt irgendwelche kriegerischen Handlungen zu tun. Sehr schön. Und meine ganzen halt Rohstoffe dadurch halt wegballern, so ungefähr. Ja, ich müsste auch noch bald das Rathaus wieder hochbauen. Aber dafür brauche ich halt einfach noch ein bisschen Gold und dann kann ich auf jeden Fall wieder hochbauen. Dann ist es auch wieder hochgebaut. Ui, da hat er ihn weggebaut. Ja, dann baue ich schon mal den nächsten. Dann machst du hier. Ach, ist das schön. Guckt euch mal an. Hier kann hier. Oh, hier ist ein schöner Baum. Ein Baum! Der darf hier nicht stehen. Zack, mach den Baum weg. Mach den Baum weg. Bau den Baum weg. Bau den Baum weg. Und den Stumm auch. Stamm. Boah, hab ich schon wieder 68. Hey. Das läuft. Kommt immer mehr zusammen. Und den Busch kannst du wegmachen. Und den Baum auch. Ja, und den Stamm. Los, tu's, Baby. Hit me, Baby. Ach ne, hit me, Stein, one more time. Oder keine Ahnung was. Oh, hier haben einen Riesenbaum. Kannst du auch mal wegmachen. Wir haben ja die Kohle. Ja, in der letzten Zeit manchmal nicht in Bezug ein bisschen weniger gespielt. Aber ich spiele auch manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich spiele noch Clash Royale spiele ich ja auch noch. Den spiele ich auch noch. Also Cats spiele ich immer noch mal wieder ein bisschen halt nebenbei, obwohl ich da ja nicht mehr wirklich halt weiterkomme, weil letzte Stufe halt. Und ja, ich irgendwie keinen Bock habe, Prestige zu rücken. Ah, Good Game Empire spiele ich natürlich auch noch nebenbei, beziehungsweise, na gut. Spiele ich ja alles im Endeffekt ja nebenbei. Und bin halt immer so ein bisschen halt nebenbei so am rumzocken. Also mal das Spiel mehr, mal das Spiel weniger. Weil ich spiele auch gar nicht Good Game Empire oder so, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber oder manchmal zocke ich auch nicht Counter-Strike oder sowas halt. Counter-Strike habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Das muss ich auf jeden Fall auch nochmal wieder halt spielen. Da hätte ich auf jeden Fall nochmal zu zocken. So, hier können wir jetzt noch ein bisschen wegbauen. Ja, sind wir aber schon gut dabei. Jetzt ist aber. Ja. Oh, hier hinten sind ein paar Bäume. Der große hier, der wird glaube ich auch nochmal wieder. Der ist ein bisschen teuer, aber das macht, glaube ich, nichts. Den haben wir auch noch wieder weg. Ja, den. Ne, den Baum. Den Baum. Mach den Baum weg. Dann sieht es ja schon mal gleich für ordentlich aus. Weil, das muss natürlich auch alles weg, weil dann könnt ihr nämlich viel mehr Gebäude und alles hinstellen. Ja. Das machen wir jetzt alles in einem Video. Das ist, weltbester Content überhaupt. Komm Leute, ich zeig euch, wie ihr alles wegbaut. Wollen wir noch Witze erzählen? Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Okay, das war eher ein makaberer Witz. Ich will auch keine Blondinenwitze machen, weil ich finde, das ist natürlich immer so Klischee-Witze. Also nicht jede Frau ist ja irgendwie der wirklich halt, wenn sie blond ist, doof oder sowas halt. Oder nicht jeder Mann oder sowas. Von da ist er. Oh, hier oben ist irgendwo auch mal, ne? War alles so ein bisschen meh halt, ne? Also Witze sind manchmal schon halt interessant und lustig, aber halt, wenn man zu viele Klischee-Witze hat, dann ist es auch schon wieder ehrlich so. Übrigens hier auf meiner anderen Burg, da war ich schon lange nicht mehr. Und der ist auch voll. Und wieder irgendwas einsammeln. Ja, hier kann ich auch irgendwas einsammeln. Gut, dann kann ich wieder zurückgehen. Juhu. Okay, habe ich hier alles freigeräumt? Ich schätze mal, ich habe alles freigemacht. Machen Sie sich bitte frei. Das höre ich öfters beim Arzt. Dann machen wir noch mal einen Kampf. Gucken wir doch mal. Ich mache mal weiter. Ich habe noch die kleinen Gegner. Ich nehme mich auch weiter. Da will ich nicht kämpfen. Mit dem Gold. Ich kann immer weiter drücken. Ich kann alle 2 Minuten weiter drücken. Der sieht doch schön aus. Kann man hier unten reinlaufen. Kann man probieren, den Dix. Das könnte ich vielleicht noch schaffen. Vielleicht schaffe ich das noch. So, lass immer den reinlaufen. Dann lass du hier ein paar reinlaufen. Und wie siehst du den ja nicht an? So. Ja, macht jetzt alles kaputt. Zerstört es. Vernichtet es. Der hat eben auch noch nicht so viel frei gemacht, ne? Also.
Ja, dann muss ich mir gleich mal anschauen und sagen, hey, mach dich frei. Ja. Ist dann eher erforderlich, ist zu sagen, jemand zu sagen, hey, mach dich frei oder mach dich nicht frei. Mäh. Okay, jetzt habt ihr das gleich. Geht ihr zur nächsten, ja. Die Reason, ein bisschen Reason, Pisen. Oder was immer. 50%, wuhu, yeah. Es wird. Langsam wird es. Und dazu die nette Musik. Oh, hier hat er ja eine. Ja. Eine Juwelentruhe. Da kriegt er Juwelen raus. Hm. Ja, greife es alles an. Ja. Sehr, sehr schön. Also zum Abschluss nochmal einen wunderschönen Angriff gemacht. Da dann auch nochmal 100%. Schaffen wir da die 100%? Könnte sogar schaffen, dass wir die 100% schaffen. Schild ist für 16 Stunden aktiv. Wow, aber nur bei ihm, nicht bei mir. Wollen wieder einen kleinen Sieg gemacht nebenbei. Und gut, ich habe wohl lange Zeit rumgedrückt. Daher denke ich mal, ist schon alles nice. Okay, 12 dazu bekommen, bisschen Münzen, bisschen Edelsteine und neue Leute sind auch schon gebaut. Also wenn ihr noch einen Clan für mich habt, der zum Beispiel auch noch frei ist, wo ich noch reinkommen kann, wo vielleicht noch Platz ist, dann schreibt es mir gerne noch in die Kommentare. Ansonsten suche ich mir einfach irgendwann Just for Fun einfach ein. Und ja, ich glaube, sonst gibt es ja auch nicht mehr viel zu sagen. Daher sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal hier bei Ecto Wolle und ganz vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch allen noch einen traumhaften Tag. Auf Wiedersehen. Ciao.